Bekanntschaft mit dem ICE. Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulationen. Willkommen im Aachener Hauptbahnhof. Ihnen wird ein ICE 17 nach Köln Hauptbahnhof zugewiesen. Öffnen Sie die Türen, um mit dem Einstieg zu beginnen. Dann begrüße ich euch. Freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Train Sim World. Schön, dass ihr wieder da seid. So, jetzt haben wir auch endlich die Kontrolle. Wir können jetzt die Leute hier dementsprechend einsteigen lassen. So, das ist die zweite Aufgabe. Rechts öffnen. Genau. PCB an, SIFA an. Da kommt doch schon der ICE. Schön. So, Richtungswende ist vorwärts. Stromabnehmer hoch. Zack. So, das haben wir. AFB. Führerstandbeleuchtung ist aus. Ja, das ist nicht so schön. So normale Fernlichter. So wird es alles fertig hier, ne? Wie es ausschaut. So. Da sind wir. Türen verriegeln. Na denn. Schließvorgang eingeleitet. So, stellen Sie die Bremse auf Lösen. Ja, ist Lösen und los geht's. Der nächste Halt ist in Stollberg. Lass uns mal überraschen, ob wir diesmal durchkommen. So. Ja, in der ersten Folge hatten wir nochmal den Talent gehabt. Jetzt dürfen wir endlich mal mit dem ICE fahren. Und ich meine, man muss ja sagen, der Talent, so weltbewegend war er jetzt nicht gewesen. Weil ich finde halt, den hatte man halt schon gesehen gehabt in Trains of World ja allgemein, ne? 2020. Aber so ein ICE hier ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Dementsprechend, ja, lassen wir uns überraschen. 40 Minuten dauert das Ganze insgesamt. Und ja, Schwierigkeitsgrad gibt es ja nicht. Und damit, wie gesagt, die zweite Folge von den insgesamt 5 Szenarien, die es hier gibt. So, mit 100 geht's weiter. SIFA bestätigen. Und ja. Ja, mittlerweile ist er ja nun schon ein paar Tage alt. Der Train Sim World 2, kann man ja sagen. Sollten jetzt die meisten sich jetzt wahrscheinlich entschlossen haben, sich, ob sie den nun kaufen oder nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten, ob ihr euch jetzt endlich entschlossen habt dafür oder immer noch so ein bisschen skeptisch seid, ob das Ganze was wird. Ich meine, im Endeffekt bleibt euch ja nichts anderes übrig, denn die nächsten DLCs, die ja kommen, die sind ja eh nur für Train Sim World 2 dann. Und man hat ja jetzt ja auch schon den nächsten DLC angekündigt für Trains and Worlds, weil das wird ja The Isle of Wight, die Strecke. Aber das wäre so eine weitere britische Strecke oder irgendwie sowas. Die gibt es auch schon für den Train Simulator. Also wer sich die mal angucken möchte, kann da mal noch vorbeischauen. Ich glaube, ja, an sich ist es eine sehr putzige Strecke, aber ich war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, die ist mir jetzt wunderbar im Kopf geblieben. Und tatsächlich habe ich sie sogar für den Train Simulator. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal vorher reinschauen oder sowas. Um einfach mal so ein bisschen Vergleich zu ziehen zwischen Train Sim World und ja, Train Simulator 2020. Es gab auch noch, so wie ich es jetzt richtig gesehen habe, noch kein weiteres Update oder so. Es gibt eine Roadmap, die man sich hier angucken kann für Train Simulator. Ist dann so aufgelistet, was so als nächstes kommt.
Und da kann man halt einfach mal reinlinsen. Zum Beispiel für Strecken, die ihr bereits besitzt, ob die jetzt demnächst jetzt nun verfügbar sind oder nicht. Aber ich muss sagen, tatsächlich die Performance muss ich irgendwie verbessert haben in Transient World 2. Denn wo ich den TSW 2020 nur in Hoch aufnehmen konnte, geht das Ganze hier jetzt in Ultra-Settings. Schon ziemlich bemerkenswert. Zumal auch dieser ganze Ladeschritt, ja, also vom Laden halt vom Hauptmenü ins Szenario, das geht recht fix, ja. Es ist man von Transient World 2020 ja auch nicht so gewohnt. Da hat es bei mir auch schon immer ein bisschen länger gedauert, obwohl das Ganze halt auf einer SSD-Festplatte installiert ist. Aber es läuft halt tausendmal flüssiger im Allgemeinen halt. So 2 Kilometer ist schon wieder. Wann sollen wir da sein? Ich habe gar keine Uhrzeit, wo wir da sein sollen. Das ist ja auch schön. Ach so, über einen Ort fahren. Warte, wir müssen hier gar nicht anhalten. Deswegen stand keine Uhrzeit da. Ich habe mich schon gefunden, warum müssen wir denn hier anhalten, wenn es im Fahrplan nicht war. Heieiei. Was? Ich warte doch jetzt nicht noch. Mal gucken, was uns jetzt blüht hier. Ich halte auch da jetzt nicht noch an und fahre dann wieder los. Also, wenn jetzt ein rotes Signal wäre, wäre es jetzt was anderes gewesen. Ja, aber so doch nicht einfach. Zumal da steht ja über einen Ort fahren und nicht halten oder irgendwas. Das war jetzt ein bisschen mysteriös gerade. So Düren, 17 Kilometer. So, gleich dürfen wir mit 160 weiter. Sifa.
Aber man muss schon sagen, es sieht schon echt schick aus, ja. Wenn man sich mal das Ganze mal so ein bisschen betrachtet, halt, was ich halt auch ziemlich nett finde, ist, dass man hier wirklich mal ein bisschen was an dieser unrealistischen Farbe ein bisschen gearbeitet hat. Das wirkt jetzt schon alles ein bisschen realer als noch in 2020, wo das halt so alles übelst glänzt und alles was. Wo die Bäume so saftig grün aussahen, als wäre es aus einem Fantasy-Film irgendwie entsprungen und die Wiesen und alles was. Jetzt wirkt das Ganze schon so ein bisschen leicht gräulich, ja, so wie es halt auch in der Realität aussieht. Also vom Grafik-Setting her muss man wirklich schon sagen, hat sich hier schon ein bisschen was getan. Finde ich persönlich auch ziemlich hübsch, von daher. Aber tatsächlich habe ich immer noch so die Schwierigkeiten, das Ganze mit den Signalen immer noch zu sehen. Das war halt, es gefühlt halt irgendwie bei Train Simulator immer noch optimaler für mich oder bei Susi, als es hier der Fall ist. Aber mein Gott, dafür gibt es ja hier diese kleinen Hilfen, ja, die man dann dementsprechend ja benutzen kann, dann funktioniert das Ganze ja. Ne? Ja, davon könnten dann auch jetzt zukünftig mal mehr Strecken erscheinen irgendwie. Also ich habe bis jetzt noch keinen auch gehört, der jetzt sich so über diese Sandpage-Grade so super gefreut hat. Also ich glaube, da hat wahrscheinlich Daftel Games selber mitbekommen, dass das absoluter Fail war, dass sie die wieder mit reingenommen haben. Das ist halt Aufwertung oder, ne, also den fehlt da irgendwie, so kommt es halt rüber, gefühlt Content, ja. Aber sie mussten unbedingt noch eine dritte Strecke reinquetschen, damit man einfach bestehendes Material, was schon da ist, dann haut man das damit rein. Ich meine, ganz ehrlich, die hätte man auch ohne Probleme in dieses Dings-Programm mit reinpacken können, dass man das Ganze dann praktisch umswitcht halt von TSW 2020 in TSW 2. Ja? Da hätte man das nicht als absolut neue Strecke highlighten müssen. Ja? Also, naja, das ist halt so, das kannst du jetzt nicht ändern. Aber naja, zumindest die Köln-Aachen-Strecke, die ist fantastisch geworden, sieht echt hübsch aus. Hat im Livestream schon mega viel Spaß gemacht gehabt, wo wir uns das Ganze angeguckt hatten. Und die Bakerloo-Line sowieso, das ist ein absolut großartiges Stück. Zumal es halt, wie gesagt, mal was komplett anderes ist. Ja, ein bisschen U-Bahn fahren. Wie gesagt, das ist jetzt so Content, ja, wo ich mich freuen würde, wenn es davon mehr geben wird in naher Zukunft. Ob da was passiert, das ist dann immer so eine Sache. Aber ihr könnt ja gerne mal auch Vorschläge mal reinposten, ja, was euch so zum Beispiel interessiert. Über welche Strecken würdet ihr euch denn freuen, wenn die mal irgendwann mal verfügbar sein sollten? Dann schreibt es mal unten rein. Ich sage, ich bin immer noch dafür, dass es halt in TSW bis jetzt noch kein einziges Mal Berlin gab. Also da fehlt definitiv Berliner Content. Aber vielleicht erwartet uns das ja dann in Trainsim World 2, dass wir hier Berlin bekommen. Das wäre eine ganz coole Sache.
So, vielleicht nochmal mit 200 weiter. Ja, und dann sind wir ja auch schon wieder im September angekommen. Mal gucken, was uns jetzt im September erwartet. Siefa. 46. Ich weiß nicht, was das soll. Es ist, als ob ich jetzt hier das Spiel einfach mal pausieren kann, den Zug jetzt sagen kann, du wartest jetzt hier 40 Sekunden. Schwachsinn. Na, das kann jetzt halt dazu führen, dass wir jetzt zum Beispiel die Aufgabe jetzt vielleicht nicht abschließen. Aber ich finde halt, wenn da steht, fahre übers Ziel, dann fahre ich übers Ziel und nicht halte am Ziel. Das sind ein bisschen unterschiedliche Sachen. So, 250 Maximalspeed hier auf der Strecke. Zu bestätigen. Wir könnten natürlich deutlich schneller. Aber mir geht nicht. Stand hier 320 oder sowas. 330. Dürften wir mit dem. So, mal ein Stückchen Kaffee. Das muss ein Leben sein als Lokführer. So. Horem ist halt, also nicht halt, sondern über einen Ort fahren. Ja, nicht halten. Wie gesagt, schaut es euch an. Es ist wirklich hübsch geworden, alles hier. Speed wieder zugeben.
natürlich nicht zu langsam werden hier. Schon an unserem Halt an. Hat da irgendwas? Ich habe irgendwas Gelbes nur gesehen. Sicher ist sicher. Wärst du lieber einmal zu viel gedrückt, dann zu wenig. Oh je. Jetzt fahren wir doch ein bisschen zu schnell hier. Geschwindigkeit steht da. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren wieder hier. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich richtig eklig. Weit auf der linken Seite.
ich habe hab gedrückt, ja. Wieder sagt, wir haben nicht gedrückt jetzt hier. Zug, 20.000 war auf drauf. Ich glaube, hier war es nämlich letztes Mal, wo ich den Zwangsversuch kassiert habe. Warum ist denn der so braun? Ist der jetzt dreckig oder? Der selbe sieht eigenartig aus. So, Köln Hauptbahnhof haben wir erreicht. Da vorne ist er. Uhr sind wir halten. So wäre mehr als pünktlich. So, Dille. Müsste der jetzt nicht eigentlich auch die PCB anhaben, wenn das nächste Signal rot ist? Mysteriös. Müsste da jetzt vielleicht eine 500 Hertz hätte angehen müssen, oder? Meiner Meinung nach. Vom roten Signal. Jetzt ist er an. So, dann auf mit den Türen. Türen geöffnet. So, alles bitte aussteigen. Dankeschön. Danke, danke, danke. So. Ja, Leute, das war die Fahrt mit dem ICE. Hat Spaß gemacht. Ja, was soll ich dazu sagen? Davon mehr. Gerne mehr. Viel, viel mehr, wenn es geht. Ich schaue mal, was da DovTail Games jetzt noch in Zukunft da bringen wird.
wenn der ICE jetzt schon mal da ist, dann kann man damit ja noch mal einiges machen. Auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall zu sehen, wo die Reise auf jeden Fall mit TSW 2 hingehen wird. Gerne lasst einen Kommentar da, wie euch das Ganze gefallen hat. Lasst ein Like da, damit ihr den Kanal ein bisschen unterstützt. Und sonst, ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge Trains and World 2 hier auf ÖPNV-Simulation. Bis dann, tschüss.